So sehen die Tänzer aus, wenn unsere gute Heidi das macht. Oh yeah, da sind die Moves drinnen, Alter, ne? Alright, willkommen zurück zu Fortnite Season 6 Aftermatch. Ne, die Season 6 ist rausgekommen. Mega krasse Änderungen, komplett über die Karte. Battle Pass Skins und so weiter, alles bekannt. Aber es gibt natürlich auch wieder mal Skins, die noch nicht bekannt sind. Und das sind diese Skins, die jetzt in den nächsten Tagen in den Shop rauskommen. Und es gibt gar nicht mal so viele tatsächlich. Deswegen gehe ich wirklich davon aus, dass das Patch, beziehungsweise neues Update, nächsten Dienstag schon rauskommt. Oder Donnerstag, je nachdem, wie die Update jetzt wieder verteilen. Weil, ne, die ganzen Battle Pass und so weiter haben ja viele neue Skins reingebracht, aber die Skins, die jetzt aktuell geleakt wurden, die halt in den Shop kommen, sind sehr wenige. Das würde halt darauf hindeuten, dass die Wochen doch eher langgezogener werden oder wahrscheinlich nur erst nächstes Wochenende. Nichtsdestotrotz gibt es für einige Skins und die sehen wieder mal sehr nice aus. Und vor allen Dingen gibt es jetzt waschechte Deutschland-Skins. Und zwar richtig schöne Oktoberfest-Skins. Der erste Skin davon ist Heidi. Epische Seltenheitsstufe. Hatte, sag ich mal, einen Dirndl-Anzug, ne? Passend zum Oktoberfest, was jetzt in Bayern ist, ne? Haben sie erfordert jetzt dazu natürlich auch einen Skin rausgebracht. Ein waschechter Deutschland-Skin. Nicht wie der Skier-Skin, der einfach nur durch die Nationalität und den Sport in Deutsch war, sondern wirklich was auf Deutsches bezogen, auf die deutsche Kultur. Heidi heißt die Gute. Und natürlich gibt es auch noch einen männlichen Konterpart und der nennt sich Ludwig. Beide kriegen aber auch ein unterschiedliche Rucksäcke. Das ist einmal ein Bierkrug und einmal ein Kuckuckshäuschen. Ich denke mal, dass Ludwig das Kuckuckshäuschen bekommt. Und unsere gute Heidi bekommt den Bierkrug. Und wie gesagt, episch drinne und sie sollte in den nächsten Wochen rauskommen. Zusätzlich kommt natürlich aber auch eine passende Spitzhacke dazu. Und das ist Akkordeon. Ein Akkordeon, genau. Einfach so ein deutsches Ding. Oh, meine Stimme tut weh. Ich war sechs Stunden live, ne? Oh. Alle anderen so nach 30 Minuten haben dann ihre Videos rausgehauen. Ich bin tapfer geblieben. Hab durchgestreamt. Egal. Eines der nächsten Skins nennt sich Erhard. Und das ist ein, sag ich mal, ein Pilotenskin. Wird blau sein. Und auch die wird einen passenden Rucksack haben. Der aussieht wie ein Flugzeugtank. Und auch ganz nett ist. Und für einen braunen Skin vor allen Dingen mega gut gemacht ist. Ne? Blaue Skins werden auf jeden Fall mega, mega nice. Das ist die Runde zum Beispiel, die wir gerade mit iOleg gespielt haben. Da haben wir einen schönen Win geholt und dadurch uns auch noch den neuen Siegesfallschirm geholt. Nices Ding. Und ja, das sind auf jeden Fall die ganzen neuen Sachen und die sind schon mal lecker, ne? Das sind tatsächlich aber die drei einzigen Skins, die jetzt rauskommen werden. Es gibt noch ein paar versteckte Skins, aber da komme ich auch noch gleich zu. Aber es gibt auch noch ein paar Tänze. Ja, ein paar Tänze wurden auch geleakt. Dazu gehört zum Beispiel der DJ-Emote von dem DJ-Lama, aber den kann jeder Skin benutzen. Der wird wahrscheinlich auch in den Shop kommen. Sein Name ist DJ01 und ich denke mal, dass mehr davon kommt. Ich denke mal, dass Epic vorhat, mehrere DJs, sag ich mal, Emotes rauszubringen und Tänze. Sonst würde das Ding nicht 01 heißen. Und das wäre auf jeden Fall nice, weil dann da kommt auch so ein Mischpult auf. Und so sieht der Emote in-game aus, Leute. Das DJ Lama, hier in diesem Fall, aber kann jeder Skin verwenden, wie gesagt. Ne? Und da holt er so ein Mischpult raus. Und hört mal kurz hin, ich bin mal leise. Nice, oder? Der bewegt, der hat auch passend zur Musik bewegt und dreht an den Knöpfen herum und das ist richtig im Takt. Gut gemacht. Der zweite Emote, der in das Spiel rauskommt, nennt sich Smooth Moves. Und das ist ein Bebop-Style-Stil, ähnlich, mehr oder weniger. Auf jeden Fall sehr geschmeidig, sehr gut gemacht und ich denke mal, es wird ein epischer Tanz. Dafür viel zu gut animiert, viel zu aufwendig. Auch nice. Ich spiele es nochmal ab ohne mein Gerät, dann könnt ihr einfach nur die Musik hören. Und dieses Video ist von Alpha Liga, da sehen wir nochmal die ganzen neuen Skins, die im Shop bzw. kommen sollen und auch jetzt schon in-game. So sehen die in-game aus, so sieht die Pilotin aus mit den schönen Reiterhosen. Und auch die macht natürlich die paar Dances mit und das sieht auf jeden Fall nice aus, ne?
Das ist die neue mit den roten Haaren. Ich finde den Skin, für den blauen Skin, mega gut gemacht. Epischer Tanz, wie ihr seht, Smooth Moves heißt das Ding, ne? Der Song ist nice und das DJ. So sieht es aus, wenn die anderen Skins, sag ich mal, interessiert. Oh, da sieht man auch sogar, dass die lachen, ne? Und das Gesicht animiert ist. Beim DJ Lama hat man ja keine Gesichtsanimation, aber andere Skins haben das. Und die lachen und gucken mit den Augen hin und her. Cool gemacht auf jeden Fall und das kommt noch auf uns zu. Aber der Emote wird gegönnt. Der ist gut, der macht richtig schön Party und macht Laune. Und ein dritter Emote, der noch rauskommt, ist der hier, etwas stinkt. Da lässt sie den Luftballon platzen und dann tut sie so, als ob das jemand gefurzt hat. Albern, aber ja, das ist eine der neuen Tänze, die noch in den Shop kommen und nicht im Battle Pass sind. Das ist ja tatsächlich etwas aus dem Battle Pass, ist ganz nett. Und so sehen die Tänze aus, wenn unsere gute Heidi das macht. Oh yeah, da sind die Moves drinnen, Alter, ne? Da ist die gute Heidi mal mit den schönen Dance-Moves am machen. Das sind die Oktoberfest-Skins und das sieht nett aus. Und die kann genauso gut in diesen DJ-Emote machen, die kann jeder Skin machen. Und wie gesagt, der Name ist DJ01 in den Spielerteilen. Von daher kann es sehr gut noch einen DJ02 geben. So sieht aus, wenn Heidi das macht. Heidi, drop the bass. Heidi, drop the bass. Es gibt tatsächlich noch einen dritten Tanz, der nennt sich K-Pop 02. Und wir haben ja noch einen Skin, der nennt sich K-Pop. Der ist immer noch nicht raus und zu dem Tanz haben wir immer noch keine Daten. Das heißt, es scheint irgendwas Besonderes zu sein. Oder warum ist das jetzt so versteckt, dass die Leute den nicht finden oder nicht einbauen können? Auf jeden Fall, K-Pop 02 kommt auch noch raus. Aber tatsächlich gibt es noch versteckte Skins und das in Form von hier den Ladebildschirm. Genau schon wie in Season 4 und 5 können wir natürlich auch einen Ladebildschirm freischalten, wenn wir alle Challenges schaffen. Der erste Ladebildschirm zeigt uns den neuen Skin an Calamity, ne, nennt sich und wow, das Replay ist broken. Beim Replay bin ich immer noch das Schattenwesen. Das ist cool, das ist cool. Da sehen wir Calamity und im Hintergrund, wenn wir genau hinsehen, sehen wir dort eine Vogelscheuchen-Skin, einen männlichen und einen weiblichen Skin. Diese Skins sind noch nicht in den Spieldateien drin, das heißt, es kommt tatsächlich nachträglich raus. Aber nichtsdestotrotz hat der Ladebildschirm mehr oder weniger schon zwei Skins geleakt, die erst in den späteren Wochen kommen. Und zwei Vogelscheuchen ist tatsächlich ein Community-Konzept. Ja, auf Reddit gab es einen Benutzer, der hat auch schon mal die Vogelscheuche als Skin präsentiert. Und das Konzept sah so aus, was ich jetzt eingeblendet habe. So sah das Konzept aus von dem Benutzer, der das, sag ich mal, erstellt hat. Und Epic hat jetzt dieses Fan-Konzept umgesetzt und einen Skin anscheinend draus gemacht. Bin gespannt auf jeden Fall. Und im ersten Ladebildschirm zeige ich euch auch schon mal direkt, wo ihr den geheimen Battle Pass Stern findet könnt. Und das ist oben rechts. Könnt ihr euch schon mal heute snacken, Leute. Oben rechts, nee, oben links. Oben links, wo das Auto ist, wo, sag ich mal, hier. Wo das Auto ist, ich spring gleich noch in-game rein. Und da ist die Farm, die wir im Ladebildschirm auch sehen, ne? Unten drunter, da waren die Lamas drin und die zwei Vogelscheuchen-Skins. Und hier ist auch der Tracker, wo der Battle Pass Stern ist. Ihr müsst, wie gesagt, diesen Ladebildschirm erstmal haben. Und genau auf diesem Tracker werdet ihr diesen Battle Pass Stern finden und euch einen neuen Battle Pass holen und eine Stufe freischalten. Und somit könnt ihr das auf jeden Fall auch mal alles ein bisschen schneller boosten, ne? Und hallo Lama. Und dieser Anblick von der Insel ist schon geil, ne? Diese fliegende Insel, was der Würfel hochgezogen hat. Da gibt es auch einen kleinen Bug, der uns vielleicht verrät, dass diese Insel sich bewegen könnte in den nächsten Wochen. Bleibt noch dran, das sage ich noch später. Aber auch Halloween-Dekos auf der kompletten Map wurden verteilt. In Fatal Fields gibt es Geister, in Paradise Bombs gibt es Spinnweben, Riddle Row gibt es den Halloween-Shop und. Also überall sind kleinere Änderungen, was Halloween angeht. Also Halloween ist ein großes Thema für diese Season. So, da findet ihr den geheimen Battle Pass Stern, ne, der zu Woche 1 auftaucht. Ihr braucht natürlich diesen Ladebildschirm erstmal, bevor ihr diesen Stern einsammeln könnt. Könnt es euch aber mal. Aber es gibt dann natürlich auch schon einen zweiten Ladebildschirm für Woche 2. Und das ist das, was nächste Woche erst rauskommt, ne, beziehungsweise die Challenges. Und der zweite Ladebildschirm zeigt uns unseren guten No-Skin an, den epischen No-Skin mit dem Lama drumherum. Der höchste No-Skin, den es gibt, ne. Das ist der erste epische No-Skin. Und bevor ihr sagt, Galaxy-Skin ist so auch höher, aber Galaxy-Skin ist, der ist ein Gott. Das ist ein Gott. Der zählt nicht mal als No-Skin, aber das ist ein No-Skin, der endlich mal die epische Stufe erreicht hat. Und es ist mega lustig tatsächlich. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen diesen Ladebildschirm. Dort sehen wir den Wolf, den Level 100-Skin. Und wie der hier, wie unser Prinzesschen, sage ich mal, hier, der No-Skin, der Prinzessin-No-Skin, sag ich mal, ein paar Glühwürmchen greift. Und die ganzen Wölfe warten nur auf ihre Beute. Das sieht lecker aus auf jeden Fall. Und da sind die zwei Ladebildschirme. Im zweiten Ladebildschirm gibt es tatsächlich keinen geleakten Skin. Ja, Leute, eure Meinung runter in die Kommentare. Was hält ihr zu diesen neuen geleakten Skins? Was sagt ihr zu dem Battle Pass Skin? Hat euch der Battle Pass überrascht? Hat euch der Trailer überrascht, dass aus Loot Lake jetzt kein läppischer Vulkan rausgekommen, sondern es eine massive fliegende Insel gibt? Zu der fliegenden Insel gibt es aktuell tatsächlich sogar einen Bug. Und man könnte jetzt sagen, es gibt vielleicht die Vermutung, dass sich diese Insel über die Wochen bewegen könnte. Weil tatsächlich
tatsächlich, wenn man die Minimap aufmacht, ist diese drehende Insel ein überlagendes Bild. Und ab und zu mal passiert ein Bug und diese fliegende Insel ist über Salty Springs. What? Guck mal auf die Minimap. Hat sich die Insel bei euch bewegt? Welche meinst du? Nee, bei mir nicht. Bei mir ist die Insel über Salty Springs. Laut der Minimap. Hä? Echt jetzt? Die Insel ist über Salty Springs. Nee, ist nur ein bei Fehler. Mir nicht. Ist nur ein Fehler. Bei mir gar. Das ist ja mein geiler Fehler, Leute. Guck mal. Bei mir ist die schwebende Insel über Salty Springs. Aber die ist immer noch über Loot Lake. Das wäre ja krass, wenn die quer über die Map reisen würde. Das ist ein geiler Fehler. Insel über Salty Springs, Leute. Vielleicht ist es aber auch ein kleiner Leak. Was ist, wenn sich die Insel von Woche zu Woche über die Map fliegt? Springs. Bei allen anscheinend bisher, die, wo ich hier gesehen habe, ist diese fliegende Insel immer über Salty Springs gewesen. Ob das einfach nur ein Bug ist oder so, weiß man noch nicht so ganz. Aber auf jeden Fall könnte es sein, dass in den nächsten Wochen diese Insel sich bewegt. Müssen wir noch schauen, weil bisher ist ja wirklich der Strudel aus dem Loch, ne, der diese Insel hochhebt. Deswegen ist es schon ein bisschen unwahrscheinlich, dass es anfängt zu fliegen. Aber die Möglichkeit ist da, weil anscheinend ist diese fliegende Insel auf der Minimap nur ein übergelagertes Effekt, das sich bewegen kann. Und vielleicht bewegt sich das auch in den nächsten Wochen. Leute, schreibt mir runter in die Kommentare, wie fandet ihr diese Seasons, wie fandet ihr diesen Livestream? Ich hoffe, ihr wart dabei, wir haben eine Menge Spende zusammengesammelt und ich bringe da noch ein eigenes Video zu raus. Klickt auf die zwei Kasten hier oben rechts und gebt mir Flosse. Flop!